Papa hier hat gerade einen Jan geklingelt. Er hat gesagt, du kennst ihn. Er behauptet, du kennst ihn sehr, sehr gut. Lass ihn nicht rein! Mach die Tür zu und sag ihm, es handelt sich um ein Missverständnis. Er wollte reinkommen und auf dich warten. Aber ich habe ihn nicht reingelassen. Wie hat er mich gefunden? Schließ alle Fenster und Türen ab. Ich komme sofort nach Hause. Papa, wer ist das? Und was will er von dir? Das war in meinem alten Leben. Ich war der Hauptzeuge in einer Gerichtsverhandlung. Wegen meiner Aussage hat er lebenslänglich bekommen. Deswegen frage ich mich, wie er vor unserer Tür stehen kann. Er hat mir damals gesagt, dass er mich finden wird und ich dafür bezahlen werde. Papa, er schreit die ganze Zeit, dass er mein richtiger Vater ist. Was verschweigst du mir? Du musst mir jetzt vertrauen und genau das machen, was ich dir sage. Du machst jetzt Folgendes. Du gehst in den Keller und machst den Schrank ganz hinten links auf. Schieb alle Klamotten von der Stange. Hinter den Klamotten muss ein Safe liegen. Der Code für den Safe ist dein Geburtstag. Papa, ist das dein Ernst? In dem Safe ist eine Waffe drin. Du musst mir vertrauen! Der Mann ist sehr gefährlich. Nimm die Waffe und renn hoch in dein Zimmer. Schließ die Tür ab und gib kein Geräusch von dir, bis ich es dir sage. Hast du die Polizei gerufen? Wir brauchen keine Polizei. Ich bin gleich zu Hause und kläre das selber. Er hat ein Fenster eingeschlagen. Ich glaube, er ist im Haus. Ich bin gleich da. Hast du dich in deinem Zimmer eingeschlossen? Ja, Papa. Ich hab Angst. Er schreit die ganze Zeit deinen Namen und lacht. Ich höre, wie er die Treppen hochkommt. Papa, bitte hilf mir. Er schlägt gegen meine Tür. Papa, warst du das? Ich habe ein lautes Krachen gehört. Hallo? Du kannst gleich rauskommen, mein Sohn. Jan ist keine Gefahr mehr. Er wird dir nie wieder Angst machen, mein Sohn. Was ist passiert? Wir werden niemals über das reden, was heute passiert ist. Der Tag heute hat gar nicht existiert. Hast du mich verstanden? Ich räume noch schnell das Haus auf, dann kannst du rauskommen. Was ist mit Mama? Du sagst ihr kein Wort. Hast du mich verstanden? Das hier alles ist niemals passiert.